Ich möchte heute ein Akkordeon vorstellen. Eigentlich ist es eine Harmonika, die wahrscheinlich eine der ältesten Harmonikas, die es so ja, gibt, schätze ich mal. Die Tasten und Knöpfe sind aus Beinknochen wahrscheinlich gefertigt. Ich weiß nicht, von einem Tier wahrscheinlich. Der Ursprungsort ist wahrscheinlich Russland. Genannt wird da als Herkunftsquelle unter anderem die Stadt St. Petersburg. Es ist eigentlich eine Urform der Harmonika oder auch Gamoschka, wie sie in Russland heißt. In Russland gibt es ja die Verschiebung von G und H sozusagen im Alphabet. So ist sozusagen die... heute in Europa könnte man auch Garmonika sagen, wenn man anstatt Harmonika... Und so ist es, oder Harmoschka könnte man auch sagen. Die Harmonika klingt. Lässt sich sehr schwer spielen eigentlich, weil sie nicht mehr ganz nach den heutigen Gesichtspunkten arbeitet oder nicht mehr so nicht so angeordnet ist, wie heutige Harmonikas angeordnet sind. Ich versuche nur mal ein paar Töne noch zu drücken oder ein paar Laute hier zu entlocken. Ich habe die Harmonika vor ein paar Jahren in Riga bekommen und sie von dort mitgebracht.